So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir sind immer noch dran. Wir sind ja in diesem Schützpunkt eingebrochen, also in Ölbohrturm. Und versuchen da gerade die Gegner Step-by-Step rauszuholen. Einige haben wir ja schon, aber da hat es auf einmal ein großer gepanzerter Ärger gemacht. Den müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal kurz ärgern. Den müssen wir jetzt gleich nochmal wegstecken. Damit haben wir ja schon Erfahrungen. Mittlerweile zwei haben wir, glaube ich, getroffen. Einen war ja in diesem Bunker, glaube ich, und einer war... Ja. Hey Leute, was ist das da unten? Scheiße, ich bin Deckung. Jungs, das Arschgesicht versteckt sich irgendwo. Wir müssen das Miststück finden. Die... So, der ist tot. Den verdammten Arsch auf! So, wir müssen jetzt auf hier uns davor arbeiten. Oh, der eine backt ein bisschen rum, der Gegner hier vor uns. Da ist der Scheißkerl! Der Schweinehund ist da unten! Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch! Die Schweine haben ihn erwischt! Ich glaube, den haben wir auch geholt. So, den haben wir auch geholt, glaube ich. Wobei mir einer noch Sorgen macht, das ist... So, wir müssen jetzt gucken. Du die Luft an, Miststück? Atme besser, solange du noch kannst. Och, heute. So, das ist nur noch der, ne? Jungs, das Arschgesicht versteckt sich irgendwo. Wir müssen das Miststück finden. Ist der jetzt geholt oder was? Du bist so gut wie tot, du Dreckskerl. Komm raus, damit ich dich aufschlitzen kann. So, it is. Die Schweine haben ihn erwischt!
So, der ist tot. Hey, 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 heiß, heiß. Nein, Mann, und ich verbrenne mich auch noch selber. Der Dicke geht mir ein bisschen auf den Piss gerade. Und ich töte mich auch noch selber. Ich hab gedacht, ich krieg den weggeholt irgendwie. Oh, Mann. Jetzt darf ich natürlich alles nochmal neu machen. Mann. Ich hoffe nicht, ey, aber ich glaube ja. Ich glaube, ich darf alle Gegner jetzt auch mal neu holen. Das ist das Problem, wenn er einmal stirbt, weißt du, und der kommt ja mit dem scheiß Maschinengewehr oder was auch immer das ist. Verdammt. Verdammt! Der Schweinehund ist hier! Ach, doch nicht, okay. So. Der Schweinehund versteckt sich. Und in 5 Minuten will ich seinen Arsch hier auf dem Tablett serviert bekommen. Macht es dir Spaß, dich in deinem Loch zu verstecken, du Drecksau? Ja, komm her. Verstanden? Nur, dass ich mal Munition habe. Ich hab gleich ein schönes Stück Scheiße zum Sezieren. Hoch komme ich da nicht so, ne? Hört mal da mal dein Köpfchen. Verdammt, ich gehe in Deckung. Der Schweinehund ist da unten. Da ist der Schweinehund. Da ist der Scheißer. So, der ist tot. Komm ich da? Jetzt gehst du nirgendwo mehr hin, du Miststück! Hier, er ist hier! Ich finde dich nicht! Oh, lecko mio, Alter! Ja, war mir schon klar, ey. Puh, wie krieg ich denn dann da weg? Und wieder darf ich einmal laden. Weil das dauert ja nicht so lange, ne? In diesem Spiel. Ah, das geht mir auf den Sack manchmal. Ich konnte nichts machen, weil da direkt Scharfschützen oder sowas wieder waren. Ich will den auch einfach wieder nur weiterkommen gegen die Typen, ey. Wieder sofort wusste, wo ich bin, und ich kam nicht da raus aus dieser Ecke. Das ist das Problem. Ich konnte nichts mehr machen. Der hat mich direkt weggesnackt.
Frage ist, wie komme ich da jetzt? Ich muss ja dem Typen vorbei. Anscheinend muss ich da wirklich vorbei, ey. Aber irgendwie muss ich doch da reinkommen, oder nicht? Oder komme ich da jetzt außen rum? Durchsucht hier alles und trinkt mir das Miststück, bevor ich wütend werde. Claro! Der Hund! Sofort! Ich bin sofort instant tot! Ich bin instant tot, sobald die nur mich um mich nur sieht. Kann ich dich an den anschleichen? Es wäre schön, wenn ich dich an den anschleichen würde. Oder könnte. Der da direkt wächst, mit dem Messer oder sowas holen würde. Oh, ich krieg den nicht down. Mann. Ich häng nur am Ladebildschirm, ich bin nur am Sterben die ganze Zeit, ey. Ich komme wirklich nur scheinbar gegen den Typen so an, ne? Zeigen, dass er nur ein kleines Miststück voller Wunschdecken ist. Hey, du Hurensohn, komm raus, bevor ich dich finde. Ich bin jetzt schon sauer genug. So, mal gucken, ob wir da oben was noch reißen können. Die Frage, muss ich den schweren Gegner machen? Ich würde ihn eigentlich gerne mal lassen. Scheinbar. Scheinbar braucht man die nicht zu machen. Müssen wir die nicht machen. Scheinbar können wir den auch ein bisschen außen vor lassen. So, dann verschwinden wir wieder heimlich.
Ich glaube, wir müssen wieder abhauen. Sie haben ziemlich heimlich. So. So, scheinbar müssen wir hier wieder raus. So, scheinbar sind wir jetzt wieder entkommen, haben die Typen befreit. Und den Dicken versuchen wir gerade so ein bisschen außen vor zu gehen. Gut. Okay, da müssen wir lang. Das machen wir aber erst im nächsten Part.